bin in erster Linie an einem Verständnis der geologischen Prozesse interessiert, die im Inneren der Erde stattfinden. Ich studiere diese Prozesse im Labor und versuche sie zu reproduzieren. Weil wir keine Proben aus der tiefen Erde haben, müssen wir experimentale Messungen verwenden, um geophysikalische Eigenschaften der Gesteine aus dem Erdinneren zu bestimmen. Einige der denkwürdigsten Ereignisse sind die, wenn wir die ersten Ergebnisse aus Geräten erhalten, die wir selber aufgebaut haben. Ebenso erzeuge ich die extremen Bedingungen von Druck und Temperatur, die bei der Planetenentstehung auftreten, und studiere die Prozesse, die den Schichtenaufbau der Erde an der anderen Planeten verursachten. Sie haben es gesehen, Daniel Frost ist ein gutes Beispiel dafür, dass internationale Karrierewege heute ein selbstverständliches Charakteristikum unseres Forschungssystems sind. Und nebenbei ist er übrigens auch ein Beleg dafür, dass man es auch als Brite gut in Bayreuth aushalten kann, unabhängig davon, ob man Wagnerianer ist oder nicht, ob man sich in die bedeutende Tradition englischer Wagnerianer einordnen mag oder nicht. Daniel Frost studierte zunächst Chemie und Geologie an der University of London, wurde 1995 in Bristol promoviert und ging dann, wie so viele britische Forscher vor und nach ihm, für eine Postdoc-Phase in die USA an das Geophysical Laboratory an der Carnegie Institution in Washington. Von dort zog es ihn nach 2 Jahren indessen nach Europa zurück und so wechselte er 1997 an das Mayrische Geo-Institut in Bayreuth. Dort ist er seither geblieben, seit 2012 als Inhaber des Lehrstuhls für experimentelle Geowissenschaften. Geehrt wird Herr Frost für seine außergewöhnlichen Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Petrologie, mit denen er unser Wissen über die chemische Zusammensetzung, die Mineralogie und die Dynamik des Erdmantels fundamental erweitert hat. 3 Arbeiten sind dabei besonders hervorzuheben. Zum einen hatte Frost eindrucksvolle Beiträge zum Oxidationsgrad des Erdmantels geleistet, in denen er zeigen konnte, dass entgegen lang gehegten Forschungsmeinungen der Oxidationsgrad des Erdmantels keineswegs überall gleich ist, sondern dass er wesentlich vom Tiefenspektrum bestimmt ist. Dabei, so hat er herausgearbeitet, ist ein großer Teil des Kohlenstoffs im tiefen Mantel als Graphit oder Diamant gespeichert, während er oberflächennah zu Carbonaten oxidiert, sodass sich der Oxidationsgrad des Erdmantels zum Teil erheblich unterscheidet. Ein 2. wesentlicher Beitrag von Herrn Frost sind Arbeiten zum tiefen Wasserkreislauf der Erde. Während die schiere Existenz eines solchen Wasserkreislaufs zwischen den Ozeanen und den Gesteinen des Erdmantels, während sie grundsätzlich bekannt ist, waren valide Aussagen über die tatsächlich im Erdmantel vorhandenen Wassermengen lange Zeit gar nicht möglich. Und hier ist es Daniel Frost in ziemlich beispiellosen Hochdruckexperimenten gelungen, einen konkreten Nachweis zu erbringen, dass in Teilen des Erdmantels mehr als 0,5 Gewichtsprozent Wasser in Mineralien gespeichert sind. Drittens haben Herrn Frosts Hochdrucksexperimente auch immer wieder zentrale Einsichten über die Entwicklung anderer terrestrischer Planeten geliefert. So konnte er beispielsweise zeigen, dass bei einer weitestgehend ähnlichen chemischen Beschaffenheit von Erde und Mars, dass der geringe Druck an der Kernmantelgrenze des Mars dazu führt, dass der Mantel dieses Planeten mehr Eisenoxid als der Erdmantel enthält,
weshalb er auch einen deutlich kleineren Kern hat. In Anerkennung eben dieser Leistungen, Herr Frost, erhalten Sie heute den Leibniz-Preis 2016. Herzlichen Glückwunsch.